Herzlich willkommen zu diesem Video, wo es darum geht, jetzt den entstandenen Java Source Code in einen Docker Container zu packen. Warum wollen wir das tun? Naja, wir wollen ein Format haben, das ich auf einen Server deployen kann, das ich auf meiner Maschine testen kann, das Sie auf einem Akzeptanztest-Server laufen lassen können. Wir wollen nicht viel Konfigurationsaufwand über den Aufwand haben, den wir jetzt eh schon spendieren. Also was wir jetzt wollen, wir wollen ein Artefakt produzieren, was man irgendwo runterladen kann aus der Registry und das will ich überall laufen lassen können. Und wie das in Java mit Docker geht, das würde ich Ihnen jetzt gerne in diesem nächsten Video zeigen. Was ist unsere Ausgangslage? Ich habe hier eine Klasse hergestellt, die tut so, als wäre sie so eine Art Temperaturmessfühler. Was sie im Detail tut, ist eigentlich relativ egal. Also es ist einfach eine Java-Klasse mit einer Main-Methode. Und interessant von der ist eigentlich nur die Außensicht. Was hat die für eine Außensicht? Naja, der liest aus einer Umgebungsvariable, hier System.getenv, also der liest die Umgebungsvariable Port aus. Also damit können wir den konfigurieren von außen. Und erreicht, das sieht man hier an dem Code irgendwo, genau an dieser Stelle. Er macht irgendwo ein Server-Socket auf und reicht den Server-Socket an dem Port raus, den wir gerade aus der Umgebungsvariable heraus spezifiziert haben. Also das ist sozusagen die Außensicht. Ich habe bei dem Logger nichts weiter modifiziert. Das heißt, alles, was der Logger produziert, also alle Fehlermeldungen, alle Logausgaben, wandern auf die Standardausgabe. Das wäre noch eine weitere Schnittstelle von unserem Programm. So, und das Ding, das wollen wir jetzt lauffähig haben, so dass ich es überall deployen kann. Ohne weiteren Konfigurationsaufwand. Wie geht das? Punkt 1, was Sie in Java brauchen, ist ein Executable Jar. Das habe ich vor einigen Wochen schon mal ein Video gemacht. Das heißt, wir müssen jetzt aus dem Kameraden hier den übersetzen und den in ein Executable Jar übersetzen. Wie geht das? Wir verwenden als Bildumgebung Gradle. Und was Sie in Gradle ergänzen müssen, ist eigentlich nur, dass Sie hier bei dem Jar-Step, das ist also das hier konfiguriert sozusagen den Packaging-Step in Gradle. Und was wir ihm da sagen, mache eine Manifest-Datei. Also die finden Sie auch wirklich in dem Package nachher wieder. Und die Hauptklasse ist die ethro.invv und so weiter Station. Das war genau die Klasse, die ich Ihnen gerade gezeigt habe. Das hier, die Klasse, die muss eine Main-Methode haben und die soll die Hauptdatei sein. Schritt 1. Schritt 2 ist noch, der soll alle Jar-Fragmente zusammenkramen, die er braucht, um das Programm zu bauen, also die das Programm braucht. Also Teile des JDKs, Teile von Fremdbibliotheken, halt all das, aber nur das, was gebraucht wird. Und das soll er auch zusammenpacken in eine einzige Jar-Datei. Das heißt, am Ende des Bildprozesses kommen wir zu einer einzigen Jar-Datei, die, wenn man ihr eine Java Runtime gibt, lauffähig ist. Ich führe das mal aus. Das heißt, ich sage jetzt hier bei Gradle Bild, dann macht er alles. Genau, jetzt ist er durchgelaufen. Das heißt, was wir jetzt in unsere, also irgendwie verbauen wollen würden, ist in dem Bildverzeichnis unter Ordner Lips dieses Studienarbeit 1,0 Snapshot.jar. Warum heißt das Ding Studienarbeit? Naja, den Namen habe ich willkürlich festgelegt. Da gibt es eine Datei Settings.gradle, da steht drin Root Project Name Studienarbeit. Wenn ich da Friedel Fuchs hinschreiben würde, dann würde das Ganze Friedel Fuchs heißen. Okay, also die Executable Jar-Datei habe ich. Jetzt könnte ich die hier auf der Konsole ausführen. Ich möchte aber noch mehr machen. Wie geht das jetzt? Also jetzt sind wir sozusagen an dem Punkt, wo wir das jetzt veröffentlichen wollen würden. Dazu kurz eine Folie. Wenn wir uns jetzt mal überlegen, wir haben sozusagen das orange Ding hier in der Mitte. Das ist schon etwas, wo wir dann unsere Software reinverpacken wollen, also ein Container. Das wird, also wir bauen gleich einen Docker-Container und jetzt müssen wir nur überlegen, welche Informationen brauchen wir zum Bau. Also was müssen wir da festlegen? Punkt 1 ist, wir können die Konfigurationsdaten über eine Environment-Variable reinreichen. Also von außen, aus der Shell, wo Sie es aufrufen, können Sie Environment-Variablen reinreichen. Oder ich kann in der Konfigurationsdatei von dem Container oder eigentlich von den Images, das wäre jetzt korrekter, von den Images, zum Container kann ich sozusagen die Umgebungsvariablen festsetzen.
Der Container spuckt seine Logging-Ausgaben und alle Fehlermeldungen auf seinen Standard-Out raus oder Standard-R, so dass wir das sozusagen sehen können. Ich habe den Logger, haben Sie ja gerade gesehen, auch so konfiguriert, dass der bei mir jetzt keine Datei mehr schreibt, sondern es geht alles auf die Konsole raus. Also das heißt, die Ausgaben sehe ich dann nachher, wenn ich den Container laufen lasse. Falls ich Dateizugriff hätte, müsste ich den jetzt auch festlegen, das geht über sogenanntes Volume, das lege ich fest beim Start des Containers. Da sage ich sozusagen, die Datei im Innenleben des Containers oder das Verzeichnis ist gemappt auf das Verzeichnis auf meiner Festplatte oder auf das Name für Volume, das ist sozusagen so ein benannter Speicherbereich ist, den Docker für uns managt. Und ich habe natürlich eine Außensicht, ich muss jetzt irgendwie das Zeug im Container aufrufen können, ich muss dem eine Nachricht schicken können, das mache ich über Ports, die ich nach außen sichtbar mache. Also das ist ein in unserem Fall einfaches TCP/IP. So, die Information, die ich da jetzt habe, die muss ich jetzt spezifizieren. Und das mache ich im Docker-File. Das beschreibt sozusagen, wie ich aus meinem Source-Code, also meinem Java-Source-Code, wie ich daraus ein Image mache. Und wenn ich das Image starte, habe ich einen Docker-Container. Ich lege erstens fest, wenn Sie überlegen, ich brauche natürlich ein Java Runtime Environment, also das heißt, was ich jetzt hier zum Beispiel Adopt OpenJDK verwende, ist schon eine Nummer zu groß, da ist ein JDK dabei. Eigentlich brauche ich nur ein Java Runtime Environment. JDK ist schon ein bisschen zu viel. Und was ich dann mache, dann nehme ich sozusagen ein Basis-Image von Docker, da ist ein JDK, also mehr eine JRE drauf, plus irgendeine Linux-Distribution und da kopiere ich jetzt alles, was ich brauche für mein Programm noch mit rein. Also zum Beispiel, falls ich noch weitere Shell-Kommandos brauche, also ich habe meistens jetzt unter dem Adopt OpenJDK noch irgendwie Linux drunter, vielleicht brauche ich noch weitere Shell-Kommandos, dann nehme ich dann halt den entsprechenden Package-Manager. Wenn es Ubuntu ist, dann wäre es apt-get. Wenn ich jetzt ein Programm mit Node hätte, dann wäre es irgendwie der Node Package Manager, das wäre npm. Oder ich mache was mit Python, da wäre das pip. Also da würde ich sozusagen Zeugs nachinstallieren auf diesen Container. Ich kriege ja vom Docker, habe meistens so ein blankes Image runter, also mit nur Ubuntu drin oder mit einem Minimal Linux wie Alpine. Jetzt brauche ich, zähle ich da sozusagen die Sachen nach, aber nur die Sachen, die ich da wirklich unbedingt brauche zur Laufzeit. Und dann kopiere ich im nächsten Schritt meinen Source Code da rein. Oder meinen übersetzten Source Code, also in unserem Fall die JAR-Datei. Und ich lege die Außenschnittstellen fest. Also ich sage, welche Ports reiche ich raus, das mache ich mit Expose. Oder welche Environment-Variablen lege ich fest mit Env. Beziehungsweise die anderen lege ich ja von draußen fest beim Start des Docker-Containers. Und ich sage am Ende, welches Kommando, wenn aus dem Image ein Container wird, am Ende dieses Hochfahrprozesses, welches Programm, welche Software soll am Ende des Prozesses gestartet werden, das schreibe ich in die CMD-Datei, mit dem CMD-Kommando rein. So, das zeige ich Ihnen jetzt am Beispiel wieder im IntelliJ. Es gibt mit Sicherheit eine ganz fantastische Docker-Unterstützung in IntelliJ, das habe ich jetzt nur in der Kürze der Zeit nicht rausgekriegt. Deswegen schauen wir es jetzt mal einzeln durch. Das ist jetzt laufender Source Code. Das Beispiel habe ich auch in meinem Repository in Rosenheim verfügbar gemacht. Also, wir gehen es mal Zeile für Zeile durch. Jetzt für mein spezifisches Beispiel. Ich suche mir ein Basis-Image raus. Das sollte möglichst klein sein, damit Sie nicht so viel Overhead haben für den, der das nachher bei sich laufen lässt. Das heißt, wenn Sie ein Java-Programm ausführen, brauchen Sie lediglich ein Java Runtime Environment und kein JDK. Ja, also, ich habe hier Adopt OpenJDK und sehe mich hier Java Version 11. Das war das, worauf wir uns geeinigt haben, weil das Long-Term Support hat, aus Kompatibilitätsgründen. Ich nehme nur Java Runtime Environment und die Hotspot Virtual Machine darunter. So, mehr brauche ich nicht. So, und jetzt kopiere ich mir noch Sachen dazu, die ich brauche, damit das Ding besser läuft. Also, hier Shell-Kommandos würde ich nachher sehen, wenn ich die bräuchte. Brauche ich jetzt aber in unserem Fall nicht. Ich will das Main-Programm nur starten und das war's dann. Also mache ich folgendes, ich kopiere aus meinem Bild libs-stern.jar, das ist genau die Datei, die Sie hier sehen, studienarbeit.jar, und zwar genau aus der Verzeichnisstruktur, die Sie hier sehen, das ist ja mit Gradle entstanden, das heißt, im Bildprozess irgendwo wird Gradle auch gelaufen sein, da gibt es auch diesen Unterordner Bild libs-studienarbeit.sys.jar, habe ich hier, und das kopiere ich im Container, das ist ja, Sie müssen ja unterstellen, ein Linux-Filesystem, was da drunter sitzt, und da gibt es ein Unterverzeichnis opt-app, und da kopiere ich das rein. Das heißt, in opt-app ist dann nachher dieses Studienarbeit 1.0 Snapshot und so weiter. Dann sage ich, die Umgebungsvariable Ports soll auf 3000 gesetzt werden. Das habe ich in meinem Java-Programm abgefragt. Ist wahrscheinlich gar nicht nötig, könnte es auch von draußen setzen.
natürlich also beim Docker Run Kommando mitgeben. Ich sage jetzt hier expose 3000. Das heißt, das sind jetzt die Sachen, ich muss irgendwo die Außenschnittstelle dieses Containers festsetzen. Also, und das ein wesentlicher Teil ist, welche Ports wollen Sie nach außen veröffentlichen. Und dann sage ich, ich veröffentliche Port 3000. Da kann ich den Container fragen, welche Ports veröffentlichst du so, und kann dann den 3000er Port beim Starten des Docker Containers auf irgendeinen Port mappen, der mir passt, über das Docker Run Kommando. So, das hier ist sozusagen Programm kopieren, Außensicht festlegen. Und dann starte ich das Programm. Das ist hier so ein bisschen sperrig gelöst. Also Sie können sich das im Grunde vorstellen wie eine Zeile. Also nehmen wir mal an, das hier eine Shell-Zeile. Da würde ich eingeben Java, Leerzeichen, minus Jar, Leerzeichen. Und das ist hier die Jar-Datei, die ich starte. Und jetzt sehen Sie auch, warum ich ein Fat-Jar brauche, weil ich sozusagen das Main-Programm, was in dieser Manifest-Datei von der Jar-Datei steht, das führt der hier aus. Deswegen waren die ganzen Schritte im Gradle-Build-Prozess wichtig. Deswegen braucht er eine Manifest-Datei, dass er halt weiß, von welcher Klasse soll er die Main-Methode ausführen. Könnten ja mehrere Main-Methoden in der Jar-Datei drin sein. Und das ist das gesamte Docker-File. Und das kann ich jetzt auf der Konsole bauen lassen. Das führe ich Ihnen jetzt vor. So, jetzt sehen Sie hier das Basisverzeichnis von meinem Bild, von meinem ganzen Projekt, und Sie sehen hier die Datei Dockerfile. Hier zum Beleg ist genau die Sache, die Datei, die ich Ihnen gerade in IntelliJ gezeigt habe. Und was ich jetzt mache ist, ich sage jetzt hier Docker Build, also baue einen Docker Container minus T, kann ich dem Tag geben, das Ding mal Station. Da kann ich sozusagen unter dem Begriff ausführen, Station. Und Punkt heißt, ich verweise ihn da auf die Docker, auf das Docker-File, was er verwenden soll. Jetzt hoffen wir mal, dass das durchläuft. Und Sie sehen, offensichtlich hat es funktioniert. Und der hat jetzt in meinem Zu-Fuß-Prozess den Docker-Container gebaut. Jetzt müssten wir den auch sehen können. Docker-Images. Sehen hier neben die ganzen anderen Docker-Containern, die ich hier habe. So, gucken. 20 seconds ago habe ich hier den Docker-Container Station erzeugt. Und den kann ich jetzt laufen lassen. Ich sage Docker Run. Ich räche den Port raus. Das war dieser 3000er Port. Viel spannende Sachen wird man nicht sehen. Station Latest. So, das Latest könnte ich auch weglassen. Den Namen des Docker-Containers an. Und ich möchte jetzt die Konsolenausgaben sehen, dass Sie sehen, dass der irgendwas Sinnvolles tut. Wahrscheinlich passiert nicht viel. Ich lasse ihn mal hier im Interaction-Modus starten, sodass wir sozusagen die Shell-Ausgaben hier direkt sehen. Schauen wir mal, was passiert. Und Sie sehen, dieses Info-Server started on Port 3000. Das ist jetzt eine Zeile meines Java-Programms. Also was ich Ihnen bis hierher gezeigt habe, war, Sie nehmen ein Fat-Jar, packen das in Docker-Container, beschreiben die Art und Weise in dem Docker-File, und das Zeug funktioniert lokal auf meiner Festplatte. Also jetzt kann ich lokal Docker-Images bauen. Was ich noch nicht so gut lösen konnte, ist hier das Problem mit den Rechten. Also selbst wenn ich das ins Gradle-Build einbauen könnte, muss ich jetzt hier die ganzen Kommandos, die ich eingegeben habe, sind noch unter Root-Rechten. Das geht sicherlich noch ein bisschen besser, wenn man die Gruppenzugehörigkeiten besser hinkriegt. Deswegen sehen Sie, es ist auch zweigeteilt. Ich habe sozusagen IntelliJ und ist die Sache in der PowerShell. Das kann man sicher viel, viel schöner machen, als ich sie nie gezeigt habe. Dabei bleibt es aber nicht, denn jetzt ist der nächste Schritt. Wir wollen das Ganze ja gar nicht lokal haben, sondern Sie wollen ja Ihren Docker-Container anderen Leuten zur Verfügung stellen. Das machen wir jetzt im nächsten Schritt. Rufen wir uns dazu noch mal ganz kurz eine Grafik aus dem Foliensatz ins Gedächtnis. Wie funktioniert normalerweise das Starten von Docker-Containern? Ich habe eine Docker-Registry. Das ist in den meisten Fällen Docker-Hub. In unserem Fall jetzt aber unser GitLab, und wir wollen sozusagen, dass unsere Images, die wir gebaut haben, also mein Station-Ding, was ich Ihnen jetzt gerade auf der Konsole vorgeführt habe, das soll sozusagen da reingeladen werden, und dann will ich das Image eigentlich aus unserer GitLab-Registry runterladen, um das dann mit Docker Run zu starten.
Also sozusagen dieses Image, das soll jetzt nicht auf Docker Hub sein, sondern bei uns in der Registry. Und ich könnte natürlich jetzt auf der Konsole ein paar Befehle eingeben, um jetzt den gebauten Docker-Container in unsere Registry reinzuschreiben. Aber ist es natürlich jetzt vernünftiger, wenn wir den Container gleich im Bildprozess erzeugen. Und darum geht es jetzt im nächsten Schritt. Was Sie hier sehen, ist die GitLab CI-YAML-Datei aus meinem Projekt, zu denen ich die ganzen Dateien Ihnen gerade gezeigt habe. Und ich habe jetzt einen weiteren Build-Stage hinzugefügt, nämlich Dockerize. Und nochmal zur Erinnerung, was haben die vorherigen Stages gemacht? Ich habe einen Build-Stage gemacht, der macht ein Gradle Assemble, das heißt, da kommt ein, der macht sozusagen die Bildschritte, aber ohne das Testen der Unit-Tests. Dann gibt es einen Check, also einen Test-Stage, wo er die Check-Sachen macht, also Unit-Tests ausführt im Wesentlichen. Also das Resultat hier oben ist die JAR-Datei, die wir nachher brauchen werden. Deswegen sagt euch hier bei Artifacts, man soll das Bildverzeichnis soll weggesichert werden, also von dem GitLab Runner irgendwie zentral gespeichert werden. Dann lassen wir die Testfälle laufen, also JUnit-Test, das ist so der Test-Stage hier oder Check-Stage hier. Und dann habe ich hier den Dockerize-Stage ergänzt. Der Source-Code dazu, der ist mir jetzt nicht selber eingefallen, sondern das war eine Vorlage, die GitLab mir erzeugt hat. Das kann man, wenn man neue Files sagt, sagt man ein neuer File, GitLab CI.YAML, und dann kann man da Templates auswählen. Das erspare ich Ihnen jetzt mal. Was tut das Ding? Der nimmt Docker in Docker. Das heißt, also ich habe einen Docker-Container, in dem ich die Docker-Kommandos zur Verfügung habe. Das sind sicher Docker Latest und das Docker Dint. Docker in Docker, deswegen Dint. Das heißt, ich kann in dem Bildprozess jetzt plötzlich Docker-Kommandos ausführen. Was macht er? Erstens loggt er sich hier mit Credentials, die im Bildprozess entstehen. Deswegen hier dieses Dollar CI Registry User und CI Registry, beziehungsweise hier mit dem CI Build Token meldet er sich sozusagen an der Registry an. Sprich, das heißt, das ist das Login in der Docker Registry in GitLab. Also dann bin ich eingeloggt. Dann erzeuge ich hier mit Docker Build, das habe ich Ihnen gerade auf der Konsole vorgeführt, das Docker Image. Das Image, das ich mit Docker Build gebaut habe, das schiebe ich halt in die Registry hoch. Wenn das erfolgreich durchgelaufen ist, also dann bietet sich etwa folgendes Bild an. Das zeige ich Ihnen kurz. Sie haben also hier, das ist ja sozusagen der dritte Bildschritt, ist dann passed. Das heißt, das hat er ausgeführt. Dockerize passed. Wenn wir da reinschauen, sehen Sie hier dieselben Ausgaben. Also der lädt sozusagen Teile des Docker-Images runter. Also OpenJDK und so weiter. Also dass er Runtime hat. Und dann baut er sozusagen scheibchenweise das Docker-Image zusammen und schiebt es dann hier hoch in die Registry. Sie sehen hier auch, verwendet hier auch die entsprechenden Ausgaben. So, wenn das erfolgreich gelaufen ist, dann müsste sich bei Ihnen folgendes Bild bieten. Sie können hier bei Package Registry, bei GitLab reinschauen, Sie haben hier eine Container Registry. Und wenn der durchgelaufen ist, ich habe das schon mal ein paar Mal durchlaufen lassen, deswegen ist das Image ein bisschen älter, haben Sie dann tatsächlich für jemand anders das Image hier downloadbar stehen. Das heißt, jetzt kann ich sozusagen unter dem Namen, ich kopiere den mal in die Zwischenablage, kann ich jetzt tatsächlich das Image runterladen. Wie sich das anfühlt, das zeige ich Ihnen noch. Das heißt, ich habe jetzt in GitLab mit Hilfe von Docker und Ihrem Docker-File, das wir natürlich einchecken müssen, sonst geht es nicht. Also wir brauchen das Docker-File und die GitLab CI.YAML. Also wenn das beides oben ist, dann läuft es, wie Sie da sehen. Und wenn das erfolgreich durchgelaufen ist, ist Ihr tolles neues Image in der Container-Registry in GitLab drin. Und mit dem Ding kann ich jetzt auch auf der Konsole jetzt mein tolles Image wieder ausführen. Aber jeder andere kann das auch, der Zugriff auf Ihre Registry hat. Das ist jetzt die konzeptuelle Verbesserung. Das zeige ich Ihnen noch. Das heißt, jetzt machen wir folgendes. Docker Run minus IT minus P 3000. Jetzt kopiere ich mal das rein, was ich mir da kopiert habe, nämlich inf-docker-fa-rosenheim.de. Das ist sozusagen unsere Registry und kann mir da dann mein tolles neues Image runterladen. Und wenn ich großes Glück habe, funktioniert es auch. Er hat es runtergeladen schon und jetzt haben Sie das gleiche Bild wie in der Demo gerade. Ich habe den hier zwischendurch abgebrochen. Sie sehen das gleiche Bild. Jetzt hat er sozusagen das Image runtergeladen.
von unserer Registry und es läuft es auch. Und es kann aber jeder andere, also ich als Prof zum Beispiel, kann jetzt auch Ihr Image runterladen, kann das bei mir ausführen, ohne dass ich den Bildprozess bei mir laufen lassen soll. Oder Sie können das runterladen und in einen Akzeptanztest durchführen. So, das war es eigentlich, was ich Ihnen gerne zeigen wollte. Damit sind wir halbwegs durch. Ich hoffe, dass es halbwegs nachvollziehbar ist für Sie. Wie gesagt, die ganzen Beispiele finden Sie in meinem GitLab-Projekt, sodass Sie es ausführen können. Ansonsten habe ich Ihnen die Begleitmaterialien, noch so ein paar Schulungsmaterialien reingeklebt zur Bedienung von Docker-Containern. Das kann ich in der Qualität gar nicht nachstellen. Da würde ich Sie auf die Schulungen von The Native Web verweisen. Also die Firma von Golo Roten macht das hervorragend. Also ich kriege das nicht in der Qualität hin. Dann nehmen Sie besser das Material von den Leuten, die es besser können. Und das ist jetzt für uns spezifisch, das musste ich natürlich für Sie aufzeichnen. Danke für die Aufmerksamkeit. Das war es dann für diese Woche endgültig.